und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich was super geniales, ein schnelles Dessert und zwar aus drei Grundzutaten. Es gibt leckere, vegane, glutenfreie Brownies, super einfach gemacht, ohne Küchenmaschine, ohne gar nichts groß zu besitzen. Wirklich easy peasy und wenn ihr wirklich mal Lust habt auf was Süßes und Gesundes vor allem, dann müsst ihr die unbedingt mal ausprobieren. Die sind super lecker und ihr werdet erstaunt sein, wie einfach die zubereitet sind. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Brownies braucht ihr eben diese drei Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal Süßkartoffeln. Und die habe ich schon vorbereitet und zwar habe ich die im Backofen schon gebacken. Davor habe ich sie mit einem scharfen Messer überall eingestochen, damit sie nicht aufplatzen und die Luft entweichen kann. Und im Backofen hatte ich sie ungefähr 40 Minuten bei 200 Grad. Und dann seht ihr auch gut, wenn ihr dann mit dem Messer einsticht, ob das schön weich ist und durchgeht, dann sind sie nämlich perfekt. Dann einfach rausnehmen, kurz auskühlen lassen, damit ihr sie dann auch in die Hand nehmen könnt. Dann als zweite Zutat braucht ihr gemahlene Mandeln. Da könntet ihr natürlich auch gemahlene Haselnüsse verwenden, wenn ihr das lieber habt. Da könnt ihr dann selbst entscheiden. Und als dritte Zutat brauchen wir natürlich was Schokoladiges. Das werden ja schließlich Brownies. Und zwar einfach dunkle Schokolade habe ich jetzt hier gewählt mit 85% Kakaoanteil. Dann ist nämlich der Zuckeranteil gering und es wird richtig, richtig schön schokoladig dann das Ganze. Und übrigens die Schokolade, die 85% Kakaoanteil hat, also einen ganz hohen Kakaoanteil, die hat keine Milch drin, das heißt, sie ist also automatisch vegan. Es steht zwar immer auf der Verpackung, kann Spuren enthalten von zum Beispiel Nüssen und so weiter, wie das oft immer steht, aber im Prinzip im Produkt selbst ist keine Milch drin oder tierische Produkte einfach und deshalb ist sie dann vegan. Also da könnt ihr ruhig mal auf der Packung immer hinten mal durchlesen, je höher der Kakaoanteil eben, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass diese vegan ist. Ja, und jetzt geht das Ganze ganz einfach. Wenn ihr natürlich eine Küchenmaschine oder so habt, könntet ihr die Zutaten alle in die Küchenmaschine geben und dann mixen. Aber wenn ihr das nicht habt, dann zeige ich euch heute die einfache Variante auch ohne Küchenmaschine. Und jetzt nehme ich einfach die Süßkartoffeln und entferne da die Schale. So, die gebe ich jetzt hier eben in meine Schüssel. Wie ihr seht, dampft das Ganze auch noch. Die Schokolade, die habe ich ja eben schon geschmolzen in meiner Mikrowelle. Wenn ihr das natürlich nicht habt und nicht extra ein Wasserbad oder so machen möchtet, dann könnt ihr die einfach ganz fein hacken und jetzt dazugeben zu dieser warmen Süßkartoffel und dann schmilzt es natürlich durch diese Hitze von der Süßkartoffel. Aber ich wollte jetzt mal auf Nummer sicher gehen und deshalb habe ich mir das Ganze geschmolzen. So, die Süßkartoffel wird jetzt klein zerstampft und da habe ich jetzt hier so einen Kartoffelstampfer. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr einfach eine Gabel, aber so finde ich das ein bisschen einfacher und geht auch ein bisschen schneller. Jetzt gebe ich die anderen beiden Zutaten hinzu, also die gemahlenen Mandeln und die geschmolzene Schokolade. Und so ist der Brownie-Teig jetzt schon fertig und jetzt könnt ihr noch nach Belieben verfeinern. Also ihr könntet zum Beispiel gehackte Walnüsse hineintun, das ist ja so typisch noch für Brownies. Ihr könnt jetzt den Teig abschmecken und schauen, ob es euch süß genug ist. Wenn nicht, dann könnt ihr noch verschiedene Süßungsmittel hinzugeben, zum Beispiel Ahornsirup würde sich gut eignen. Da wirklich einfach nach Geschmack ausprobieren oder Dattelpaste oder Reissirup, was ihr einfach zu Hause habt, Kokosblütenzucker, Kokosblütensirup. Da schaut ihr einfach, wie süß es euch ist, was ihr noch gewöhnt seid an Zucker sozusagen. Oder ihr sagt, hey, das ist mir ausreichend süß genug. Das reicht mir dann als Snack und dann lässt ihr das Ganze so sein. Also ich probiere jetzt mal. Also ich finde, es schmeckt schon sehr gut. Vielleicht, wenn man Gäste bekommt, die
noch mehr Zucker gewöhnt sind, dann würde ich jetzt noch ein bisschen nachsüßen. Aber was ich mache, ich gebe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Walnüsse hinzu, damit man noch ein bisschen Crunch hat. Das finde ich nämlich auch ganz lecker. Wenn euch der Teig dann schmeckt und ihr das gut abgeschmeckt habt, dann nehmt ihr euch ein Backpapier. Wer hat, kann eine Brownie-Form benutzen, das Ganze dann auslegen und schön ausstreichen. Und wenn ihr das nicht habt, ist es auch nicht so schlimm, dann nehmt ihr euch einfach ein Backpapier, eine Unterlage, also ein Blech oder so, und dann streicht ihr das einfach von Hand schön aus. So, und jetzt kommt der Teil, wo ihr selbst entscheiden könnt, wie es weitergeht. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, vielleicht mal beide Varianten. Und zwar könnt ihr einmal das Ganze jetzt hier in den Kühlschrank stellen oder ins Gefrierfach und einfach fest werden lassen, dann rausnehmen, in Brownie-Stücke sozusagen schneiden und dann könnt ihr es schon genießen und es schmeckt dann so ein bisschen fudgy, also so schön weich und so. Oder ihr könnt die Variante wählen, wo ihr das einfach in den Backofen gibt, nochmal backt, so ungefähr 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad und dann habt ihr gebackene Brownies. Also ihr könnt mal beide Varianten ausprobieren und schauen, was euch dann am besten schmeckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Variante mit dem Kühlstellen machen und freue mich dann schon, die Brownies zu essen. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr könntet auch noch einen leckeren Guss zubereiten, also entweder nochmal ganz normal Schokolade schmelzen, zum Beispiel mit ein bisschen Kokosöl, oder einen gemischten Guss, zum Beispiel mit Kokosöl, Kakaopulver, Ahornsirup und ein bisschen Nussmus. Falls ihr euch das jetzt nicht merken könnt, ist gar kein Problem, denn ich schreibe euch das natürlich noch alles auf meinem Blog auf. So sind meine Brownies jetzt fertig. Ich habe sie jetzt im Tiefkühler abkühlen lassen, dann wird das Ganze nämlich schneller fest. Und wie gesagt, ihr könnt es jetzt so lassen. Ihr probiert einfach mal. Es schmeckt ein bisschen weich, ein bisschen so nach Schokopudding ein bisschen. Wenn ihr das aber lieber gebacken habt und euch diese Variante nicht so zusagt, dann könnt ihr das gerade nochmal in den Backofen schieben und nochmal backen. Gar kein Problem. Könnt natürlich beide Varianten ausprobieren. Das ist super praktisch. Und ich finde das ein ganz cooles Rezept, weil es eben so schnell geht. Und ihr könnt einfach gesund naschen, wenn ihr mal wirklich am Nachmittag Lust habt auf was Süßes, zu einem Kaffee oder Tee oder so. Dann könnt ihr ohne Bedenken zugreifen, weil ihr habt ja gesehen, nur super gute Zutaten. Und dann hat man wieder praktisch diese Lust auf was Süßes ganz einfach gestillt. Ja, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Rezepte von mir. Und für die Mengenangaben schaut ihr auf meinem Blog vorbei. Da schreibe ich euch nämlich alle immer noch auf. Und zwar fraujannik.com. Wenn ihr es nachmacht und mir ein Foto schicken möchtet, ich freue mich jedes Mal riesig darüber, dann geht am besten auf Instagram. Und da benutzt ihr den Hashtag fraujannik. Und dann kann ich die Fotos nämlich sehen. Und dann euch gerne Feedback geben und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich die sehe. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich bin auch auf Pinterest, also ihr könnt mir gerne auf Pinterest folgen. Dort habt ihr dann ganz viele Rezeptinspirationen von mir und könnt dann euch das alles schön merken und auf die Pinnwände pinnen. Und natürlich, was ich auch noch einmal sagen wollte, ich habe ein Kochbuch geschrieben und da erfahrt ihr mehr davon auf meinem Blog. Das kann ich euch dann unten in der Infobox natürlich auch noch verlinken. Schaut mal vorbei, ich habe da ganz viele Tipps zur gesunden Ernährung mit der Nahrungsmittelpyramide und zum Thema Konsum von Zucker. Mein Lieblingsthema ja, deshalb hier auch immer viele Sachen ohne Zucker. Und da erzähle ich ein bisschen meine persönliche Geschichte und ja, was es alles bewirkt im Körper sozusagen und warum ich da so ein bisschen aufpasse auf diesen Zucker, was ihr damit Gutes ja, bewirkt für euren Körper, wenn ihr ein bisschen mehr darauf verzichtet. So, das war's jetzt von mir. Ich gehe jetzt Fotos machen, dann natürlich essen. Ich freue mich schon und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.